Stefan jetzt vor jedem Training 20 Minuten Stairmaster mache. Weil seine Vorbereitungszeit fängt jetzt langsam an. Ich habe gesagt, ein halbes Jahr vorher werde ich mich mit ihm beschäftigen oder anfangen zu beschäftigen, dass man ein bisschen in Form kommt. Macht jetzt, egal welches Training, macht jetzt jeden Tag vor dem Training 20 Minuten Stairmaster. Einfach so ein bisschen aufwärmen. Hat jetzt hat noch nichts mit Fettverbrennung oder sowas zu tun. Einfach Kreislauf ein bisschen dran gewöhnen, langsam an die ganze Geschichte und ja, mal die Turbinen langsam anschalten, dass man aus dem Bänger weiß, wird langsam. Ne? Der Winterschlaf ist vorbei, jetzt gibt's Action. Machen wir mal einen kleinen Schwenk zu Steve. Hallo Steve, willkommen. Oh, Alter, was ist da passiert? Schöne Form hat er ja, ne? Der Bengel. Typ, ja, ich bin näher, genau. Zeig mir mal die Keule. Ich hab mal ein bisschen rangezoomt, den Lurch, Alter. Yeah, Masse-Lurch. Mit Steve, den nehmen wir nämlich in unser Masse-Team. Maskle-Team, ein neues machen wir auch. Ein ganz neues. Ein norddeutsches Stairmaster Speedloop Special Power Breakdance Team. Wir haben heute bewusst den bilateralen Beinstrecker gewählt, um die Motorik mal ein bisschen wieder zu koordinieren. Ne? Weil normalerweise hast du ja die feste Geschichte. Hier muss man sich wirklich darauf konzentrieren, dass beide Gehirne angestrengt werden. Und wie gesagt, die Motorik, was von alleine ausgleicht, dass die beide gleichzeitig hochmarschieren, ist auch mal ganz wichtig, um auch Verletzungen vorzubeugen. Ne? Immer wieder in den Druck reinzugehen. Ansonsten kann er diese Schwungspannung um. Einfach noch einmal reizen, mal probieren. Fühlt's gut? Ballert rein. Komm. Halten. Money buying you fame. I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. She's so on like a light switch, burning back. There's nothing wrong with the way that she's working.
time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. In der Zeit, wo Stefan umbaut, werde ich euch mal einen Tipp geben, für wie man die Anfänger saubere Kniebeuge am besten erlernen. Da haben wir die meisten Schwierigkeiten mit der korrekten Ausführung. Beugen vor, diesen, machen da sonst was für morgen ein halbes Kreuzchen draus. Ne? Also wie gesagt, ich gebe euch noch mal einen kleinen Tipp, so wie ich mir das gemacht habe, um eine korrekte, tiefe Technik zu absolvieren, stellt euch einfach eine Kurzhantel hin. Ich zeige euch das gleich mal. Wie gesagt, ich würde, stellt euch eine Kurzhantel hin, aber also nicht zu hohe. Ich habe mir mal so, ja, wie gesagt, wir nehmen erstmal die. Dann nehmt euch noch keine Hantel, übt das erstmal ganz normal mit. Stellt euch hin, nehmt die Hände an die Brust, macht einen geraden Rücken. Dann geht ihr runter, dass ihr einen Berührungspunkt habt, nur einen Berührungspunkt. Versucht einen geraden Rücken zu halten, steht wieder auf. Könnt euch ruhig ein bisschen breiter dabei hinstellen, ne? Wieder gerade runter, Berührungspunkt, aufstehen. So, wenn ihr das der Meinung seid, ihr habt das drin, ohne dass die Hacke hochkommt, dann nehmt ihr die Hände in den Nacken, macht dasselbe. So. Wie gesagt, nur anditschen, nicht draufsetzen. Wir wollen heute sowieso keine schweren Beugen machen, wir wollen statisch beugen. Das heißt, ich werde jetzt kurz an dem Berührungspunkt verharren, um wirklich Spannung aufzubauen in den Quadrizeps und dann richtig bewusst aus dem Quadrizeps andrücken. Und das ist heute unsere Kniebeugtechnik. Also gar nicht jetzt auf schwer, auf Krampf die Gewichte hochschrauben. Heute machen wir es mal wirklich mental in den Muskel rein. Darf man ja nicht vergessen, dass ich beidseitig den Patella-Sehnenabriss hatte. Also für mich ist die Tiefe jetzt auch ein bisschen ungewohnt, aber auch ein bisschen leicht Schmerz. Aber wie gesagt, wer gesunde Beine hat, ruhig mal probieren. Hantel erstmal fixieren oben. Ja, richtig, richtig. Deswegen soll der Rückenstrecker mitarbeiten. Also du sollst den Rücken gerade lassen. Becken nach vorne, genau. Gerade runter. Nicht nach hinten. Fängst schon wieder an mit der Arsch nach raus. Geh bei der nächsten gerade runter. Stell mich dahinter. Gerade runter. Dann muss ich nochmal sagen, denkt auch bitte dran, wenn ihr so viel Gewicht hier raufkommt, alles schön abbauen. Ja. So, als Trainer muss ich das mal sagen, weil man. Wie gesagt, ich möchte nicht hier diese ganzen vielen Scheiben von euch hier abbauen nachher. Ich habe mich in anderthalb Stunden schon gleich Feierabend. Danke für diese wichtige Information. Das, ich bin schon kaputt ein bisschen jetzt nach der Abend. Ja. Komm, mach mit. Ich muss nur zugucken und Anleitung geben. Brauchst du auch dicke Beine, komm. Ja, er braucht das nicht. Mit massigem Gewicht. So, weiter geht's. Wir machen jetzt dasselbe Prinzip praktisch mit der Beinpresse. Oder was heißt dasselbe Prinzip? Wir machen einfach eine andere Ausführung. Wir werden das Gewicht unten kurz fixieren, werden ein, zwei Mal durchatmen,
und dann aus der Körperspannung raus, also mit dem Quadrizep das Gewicht dann wieder hochbewegen, nicht ganz ausdrücken, wieder, also wir machen die Pause praktisch unten, mit anderen Worten. Exzentrisch runter. Sehr langsame Ausführung. Unten kurz halten. Und gepumpt und hoch. Gut. Runter. Nicht so weit durchdrücken, Stefan. Gut. Sehr schön. Runter. Langsam, ne? Alles ganz. Ist denn runter? Druck. Schön auf die Quads konzentrieren. Genau. Sehr schön. Weiter. Druck. Weiter. Komm, weiter. Konzentrier dich. Und Druck. Ich weiß. Versucht Luft reinzuziehen, aber ich weiß. Keine Chance. Ja. Man sieht zwar, die Schatten. Mach mal. Nur noch die Rinnenfummeln ein bisschen. Das ist die Atemtechnik an mir. Weil du drückst ja wirklich alles ab. Und gerade bei dem Ranzen, den er jetzt hat, noch von der Off-Season, ist natürlich ein bisschen schwierig. Das Lustige ist, man sieht in der Kamera bestimmt die Atmung, wie ich atme. Aber es kommt keine Luft rein. Wenn jemand mit einatmet, drückt der Bauch wieder alles raus. Also versucht durch kurze Atmung schnell Luft reinzuziehen im Bauch. Keine Chance. Ich würde sagen, Gewicht lassen wir so. Weil hier, jetzt merkt man mit der Atmung, als mit dem Gewicht. Ja, ich sage ja, du musst dich darin fummeln mit der Atmung. Ich habe es dann so gemacht, ich habe es einfach angehalten in Luft. Habe ich meinen ersten auch gemacht, die ersten zwei Wiederholungen. Das ist besser. Ja, wie gesagt, wenn er flachen Bauch habt und das hinbekommt, unten ruhig ein bisschen zu atmen, macht das. Aber weil wir gerade so ein bisschen vollgefressen sind, geht das natürlich nicht. Und hier kommt gerade unser neuer Junior. Denn Maxi hat Wochenende Wettkampf. Sein Probelauf. Läufer verletzten Grille. Ist total entladen. Ist aber, ihr seht, immer noch ein riesen Ochse. Also ich bin am Wochenende gespannt, wenn der voll ist. Sieht bestimmt brutal aus. Ja, morgen ist Donnerstag. Naja, wie gesagt, ich bin gespannt, was da Samstag rum ist. Ist wirklich hat sich brutal entwickelt. Wollte fast sagen, wurde in Zusammenarbeit mit mir vorbereitet. Aber einfach nur, weil er mich kennt und wir uns hallo. Das allein bringt schon 10 Kilo. So sieht es nämlich aus. Meine Nähe. Nicht so weit ausdrücken. Langsam alles. Extreme Zeitlupe. Langsam runter. Druck. Jawohl. Scheiße. Da stirbst du es wirklich. Die Atmung. Du sagst flach atmen, aber. Und vor allem, das ist wirklich. Kindergewicht. Das sind 200 Kilo. Das ist eigentlich gar nichts. Und ihr seht ja, wie man da nach 8 oder 10 Wiederholungen schon keuchen. Aber der Muskel füllt sich so extrem durch die Spannung. Und dadurch, dass er die ganze Zeit diesen Blutstau halten muss, das ist Wahnsinn, wie die Kapillaren gedrückt werden. Also das ist eine super Alternative für mal anders trainieren. Geiler Satz, war. Satz. Das Schlimme ist, wie gesagt, einen flachen Bauch, wenn ich flach atme, kriege ich den Sauerstoff unten rein. Ich versuche schon vorher Luft einzuziehen. Dann nimm doch nicht so viel rein. Mach doch. Ist egal. Du sollst ja auch nicht, also sollst ja auch reinbrennen, man nicht zuatmen. Versuch zu tauchen. Durch den Satz durchtauchen. Nee, aber das hatte ich ja auch schon mal
erwähnt, dass man wirklich versuchen soll, bei den Übungen, die Alter reichen, keine Presseatmung, schiebt den Kessel nicht raus. Das ist schwer manchmal, aber man kann sich daran gewöhnen, so ein bisschen Vakuum zu atmen beim Arbeiten und sich wirklich auf die Muskeln zu konzentrieren und über die Lungen zu atmen, nicht zu sehr den Bauch zu füllen. Weil dann passiert nämlich das, wenn ihr ständig so arbeitet, und in den extrem schweren Bereichen ständig so arbeitet, dass eure Taille so auseinander marschiert und dann eine kleine Disharmonie entsteht. Die im Alter sowieso entsteht. Also bei mir ist es dem Alter geschuldet, sage ich jetzt einfach mal. Weil ich bin schon der Meinung, dass ich früher auf Diät, auf dem Wettkampf, eine relativ schmale Taille hatte. Auch wenn das auf Season mal nach ausgesehen hat. Aber deswegen ist man ja einmal im Jahr gut. Und der Rest interessiert mich. Also so ging's mir. I ain't gonna eat, I ain't gonna sleep. Ain't gonna breathe till I see what I wanna see. And what I wanna see is you go to sleep in the dirt. Permanently, you just being hurt. This ain't gonna work for me, it just wouldn't be sufficient enough, cause we are just gonna be enemies. As long as we breathe, I don't ever see either of us coming to terms where we can agree. There ain't gonna be no reason speaking with me. You speak on my seat, then me no speaking English. So we gonna beef and keep on beefing unless you're gonna agree to meet with me in the flesh and settle this face to face, and you're gonna see a demon unleashed in me that you never seen. And you're gonna see this gangster pee on himself. I see you D12 and thanks, but me need no help. Me do this one all by my lonely. I don't need 15 of my homies. When I see you, I'm seeing you, me and you only. We never met, but best believe you gonna know me when I'm this close to see you exposed as phony. Come on, bitch, show me. Pick me up, throw me. Lift me up, hold me. Just like you told me you was gonna do. That's what I thought, you're pitiful. I'm rid of you, all you. Time to get up. So go to sleep, bitch. Die, motherfucker, die. Time's up, bitch. Close your eyes. So, wir haben jetzt natürlich die grandiose Idee, wir machen Ausfallschritte mal verkehrt rum, also nach hinten laufen. Einfach mal, um, das habt ihr bestimmt schon mal probiert, wenn ihr Stairmaster oder Treppe rückwärts lauft, dass die Muskulatur doch ganz anders beansprucht wird. Und deswegen werden wir das heute mal machen, einfach... Ne, Stefan? Wir haben auch schon gewettet, wer zuerst hinfällt. Ja, mal gucken. 1:1. Ja, wird bestimmt lustig. Auf geht's. Jo. I ain't gonna eat, I ain't gonna sleep. Ain't gonna breathe till I see what I wanna see. And what I wanna see is you go to sleep in the dirt. Permanently, you just being hurt. This ain't gonna work for me, it just wouldn't be sufficient enough, cause we are just gonna be enemies. As long as we breathe, I don't ever see either of us coming to terms where we can agree. There ain't gonna be no reason speaking with me. You speak on my seat, then me no speaking English. So we gonna beef and keep on beefing unless you're gonna agree to meet with me in the flesh and settle this face to face, and you're gonna see a demon unleashed in me that you never seen. And you're gonna see this gangster pee on himself. I see you D12 and thanks, but me need no help. Me do this one all by my lonely. I don't need 15 of my homies. When I see you, I'm seeing you, me and you only. We never met, but best believe you gonna know me when I'm this close to see you exposed as phony. Come on, bitch, show me. Pick me up, throw me. Lift me up, hold me. Just like you told me you was gonna do. That's what I thought, you're pitiful. I'm rid of you, all you. Time to get up. So go to sleep, bitch. Die, motherfucker, die. Time's up, bitch. Close your eyes. Go to sleep, bitch. Why are you still alive? How many times I gotta say close your eyes? And go to sleep, bitch. Die, motherfucker, die. Bye, bye, motherfucker, bye. To hurt your focus, use not MCs, use worthless, use not them G's, use the circus, use no appeal, please use curtains. You use words, who heard slurred in 2003, use purping, use no threat, who's your serving when lyrically or the bird, you beneath the dirt when you fuck with a label overseeing the earth, shady motherfucker, old Trice's birth, and as I mold, I become more cursed so we can put down the verse.
the world believe. You deceive just to speak. Use not the streets, use the desk. Use not your chest, nigga, use a vest. Before two shoes, you rest. You chose death, 6 feet deep, nigga, that's the death. Now go to sleep, bitch. Die, motherfucker, die. Time's up, bitch, close your eyes. Go to sleep, bitch. Wow, you still alive. How many times I gotta say, close your eyes. Go to sleep, bitch. So, was, Steve? Vielleicht sollten wir eher Heiko verkaufen als Tänzer. Da kriegen wir noch mehr Geld für. Billet, Billet. Gibst du die Übung hast du von Dr. Alex? Glaube ich, oder? Wer ist Dr. Alex? Wer ist Dr. Alex? Könntest du uns bitte einmal kurz aufklären? Ist Dr. Alex. Kennst du dich, Dr. Alex? Alexei Lesukov? Das ist der Doktor. Ich kenne eine Menge lustiger Figuren in der Szene, aber wer ist Dr. Alex? Dr. Alex ist Doktor. Professor Dr. Alex. Doktor des Steroids. Soll das sein? Dr. Alexanderplatz oder was? Also, wie gesagt, Monsterpump, gerade die letzte Übung, was so lächerlich aussah, hat meine Quads zu Platzen gebracht für mich, wie Beton die Teile. Gerade ein richtig geiles Gefühl. Das war ja im Gegensatz zu sonst eigentlich für einen Laien, also fürs Auge, ein Pipi-Training. Also das Augenblick, das einzige Schwere war heute das Beinstrecken. Das haben wir noch schwer ausgeführt. Ja. Und dann im Prinzip eigentlich mehr leicht und Technik betont heute mal. Steve kommt, Achtung. Daran sieht man aber auch wieder mal, dass im Bodybuilding Gewicht keine Rolle spielt. Es gibt Leute, ich denke da nur an Quatzilla, wie hieß er? Paul Dillett. Paul DeMello. Paul Dillett. Paul DeMello. Ja, das andere war Gonzilla, genau. Paul DeMello ist ja an Heroin gestorben. Paul Dillett. Immer leicht trainiert, immer gepumpt, Riesenvolumen gehabt. Also wie gesagt, die Gewichte spielen wirklich keine Rolle. Heute haben wir es mal anders probiert. Wie gesagt, ist jetzt nicht viel ständig für Muskelaufbau, aber mal zwischendurch, um die Kapillaren zu erweitern, um mal richtig Pump zu bekommen, so ein Monsterpump halt. Wie gesagt, also eine super Alternative für zwischendurch, einfach mal ausprobieren. Dann auch natürlich wieder zu den schweren Gewichten rübergehen, weil so baut man nun mal Masse auf. Der Mix macht's. Der gesunde Mix macht's. Wobei ich sagen muss, so ein Training wie heute, technikbetonter, sehr intensiv, langsame Ausführung, korrekt, ist schmerzhafter als schweres Training. Ja, definitiv. So 6 Wiederholungen mit schwerem Gewicht, definitiv. Keine Frage, ist anstrengend, aber für die Laktatbildung und so weiter noch lange nicht so schmerzhaft wie jetzt ein Training wie heute, langsame Ausführung, korrekt, technikbetont. Laktosebildung, ja? Laktose nicht. Laktose? Laktat. Laktose, Laktat, Laktose. Guck mal, wie er sich mal ein Bild reinschleichen will. Laktat, Laktose. Dann komm doch ganz her, Stevie, komm. Nein, ich muss arbeiten. Ich muss auch nebenbei ein bisschen aufräumen und Gewichte wegräumen, weil ihr so faul seid, weil ihr am Reden. Weil wir ja so viele Gewichte benutzt haben heute. Deswegen, ja, weißt du, der Laktatbildung. Das machen wir extra, damit du wieder zur Masse kommst. Ja. Genau. Siehst du, ja, Masse, ja, genau. Steve braucht Masse. Mach mal weiter. Eigentlich Video, Link in der Beschreibung. Gut, dass ich den Faden nicht verloren habe, jetzt durch die Eierköpfe hier. Aber ja, ist auch drauf geschissen. Wir waren beim naturalen Kreatin. Beim Laktatbildung, warte. Nee, wir waren bei den Gewichts... Verteilungstrainings. Ihr seht, kommt nur noch Blödsinn bei raus jetzt. Hier ein neues Mikrofon. Ja. Hängt am. Affiliate-Link in der Beschreibung. Hängt dran, das Mikrofon. Weil da gab es ja Beschwerden vorher bei euch mit dem Leben. Ja, das sind wir euch schuldig aus dem letzten Video. Wie gesagt, da war ja die Tonqualität nur leider nicht so gut, weil mein externes im Arsch war. Jetzt haben wir ein neues besorgt und hoffen, dass wieder alles jetzt in Butter ist für euch. Gerade mit der neuen Kamera, bessere Auflösung halt. Ihr habt gesagt, dass die Bilder teilweise verpixelt ankommen. Haben wir auch selber gesehen. Wie gesagt, wir wollen ja auch eine vernünftige Arbeit abliefern hier für euch, dass ihr unseren Kanal auch weiterhin verfolgt mit Freude. Und die Pickel von Steve und Stefan weiter in 4K sehen können. Was für Pickel? Wir haben keine Pickel. Die sind clean. Toll, Dan hat gerade gesprochen. Er kriegt ja keine gerade, weißt du? Nee. Weil er ja frei ist. Er hat noch genug von damals, das reicht für 15 Jahre. Ich krieg ihn jetzt. Nee, an meinen Körper wollen einfach keine ran mehr. Die machen großen Bogen um mich. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Ihr wollt euch helfen dabei, wie es vorwärts geht. Also ich habe ja im letzten Video schon gesagt, ich möchte einen Teil von meiner aktiven Zeit zurückgeben, weil ich ja da für mich selber doch recht erfolgreich war in der körperlichen Entwicklung. Die Platzierung lassen wir mal dahingestellt. Und wie gesagt, wie ich zu diesem Weg hingekommen bin, da kann ich euch doch teil dran haben oder den einen oder anderen Tipp geben eventuell. Ne? Weil jeder Körper reagiert ja eh anders.
Und Markus Rühl macht es anders, Phil Heath macht es anders, Milos Sarchev macht es anders, Dorian Yates hat es anders gemacht. Der kleine Spion. Und Steve. Der macht ja irgendwas an unserer Kamera. Und Steve macht gar nichts momentan. Gar nichts. Qualitätsfixen. Ja. Ja, also wie gesagt, lass die Hater haten. Alles gut, putz ich mir den Mund mit ab. So, wir werden mal schauen, wann wir wieder auftauchen auf irgendwelchen Meisterschaften. Wir hatten überlegt, wenn das Video zeitnah rauskommen sollte, vielleicht fahren wir nach Fulda. Fulda war das. Ja. Zur Newcomer-Meisterschaft. Ist noch ein bisschen in den Sternen. Ja. Ich hoffe, ich kriege das rechtzeitig noch fertig, das Video bis dahin. Und ansonsten Deutsche wahrscheinlich, wenn wir auftauchen, oder regionale Meisterschaften. Würde mich auch freuen, wenn jetzt die Veranstalter, so Leute wie uns, die ihren eigenen Channel haben und auch Werbung für die Meisterschaften damit machen, wenn wir da filmen, uns auch filmen lassen und da nicht Filmverbote aussprechen und so eine Sachen. Weil das sind dann auch Gründe, warum wir dann nicht anreisen würden teilweise oder die Leute wegbleiben, weil dann das Monopol auf den Filmrechten liegt. Lass doch die Leute ihre Sachen da machen. Das ist doch, wie gesagt, das dient doch der Sache an sich. Ja. Ne? Also, wir lassen euch ja hier auch im Filmen. Du? Ja. Ich. Ja, Steve, da reiche ich jedes Mal meine schriftliche Genehmigung ein. Train for free hier, wenn ihr jetzt bis Mai kommt, könnt ihr für frei trainieren. Ja. Frei mit Heiko. Mit Heiko frei trainieren. Ja. Oberkörper frei trainieren. Nee, also wie gesagt, an dieser Stelle wirklich nochmal schönen Dank ans Fit One, dass die uns hier also wirklich freie Hand lassen und sehr großzügig behandeln. Also wir sind hier echt gern gesehene Gäste, habe ich mitbekommen. Und wir verstehen uns auch alle gut, also mit den, jetzt nicht nur mit dem Steve, das ist der Eins, mit dem wir uns eigentlich nicht verstehen, aber mit allen anderen verstehen wir uns eigentlich Bombe. Also wie gesagt, nochmal Danke an das Team von Fit One, dass die uns die Möglichkeit geben. Steve müssen wir leiden, weil er die ganzen Likes hat und die Klicks und die Follower. Aber ich bin auch hier wirklich am liebsten, weil die sind gerätetechnisch so hammerhart hier aufgestellt. Und auch flächentechnisch. Ja, also ich kenne kein Gym, was jetzt da eine vernünftige Alternative bieten könnte, unbedingt. Also meiner Meinung nach, ich fühle mich hier echt wohl, weil es sehr weitläufig, selbst wenn es voll ist, behindert man sich nicht gegenseitig und kann sogar in Ruhe filmen, selbst wenn die Bude voll ist. Also es ist wirklich, also kann ich nur empfehlen, schaut vorbei, lernt den Steve kennen, der gibt euch dann Trainings, muss er ja umsonst. Könnt ihr ihm auf den Sack geben, könnt ihr schön quälen, freut er sich. 8 Stunden, am besten 8 Stunden Training mit Steve, das ist sein größter Traum. Genau, das bringt eure ganzen Kumpels und Verwandten mit und meldet euch Trainings bei Steve an. Das ist der Aufruf für Steve, damit er hier nicht vor Langeweile eingeht. Genau. Wie so eine Primel. So, wie gesagt, an dieser Stelle cutten wir das Ding, hat Spaß gemacht. Stefan hat was mitgenommen, ich habe heute auch einen super Pump mitgenommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lassen wir uns auch wieder was Geiles einfallen für euch. Bleibt dran, abonniert uns, liked uns, teilt uns, freut uns und natürlich. Screenshotten, Stevie? Nee, kommentieren bei dir auch bei euch. Kommentieren auch, wir machen. Und kommentieren. Haten, kommentieren. Alles, was ihr wollt, ist mit. Schreibt bitte in die Kommentare rein, was für Themen euch beschäftigen und dann werden wir versuchen, darauf einzugehen. Danke, Peace, ciao, ich muss los. Essen wartet.